taking straight to the party. Trying to get lit like say it's the party. The man them ride like a car be so dry. Swinging the club. Na geil ist das schon. Brother trying to kill my vibe. But the kid up to his mind. But really trying to spot something fine. Getting behind like a line. Back her up on my wood, no pine. Then I'm make a mind. Then again, I might change my mind. It's all part of the night. But if she plays a part right, she might get the part right. Now he ring with it, bounce like a chick. Then give a heads up. I'll be looking for some niggas. So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen vor Burger King heute und es gibt die dritte Folge unseres Fast-Food-Fitness-Check-Tests, wo ich einfach mal schaue, das typische Menü, dieses typische Menü, was man sich in so einem Fast-Food-Laden holt, warum ist das so ungesund oder ist das überhaupt ungesund? Und ich zeige euch da immer so meine Alternative, meine etwas fitnesstauglichere Alternative und ich gehe wirklich alles mal durch, wo ihr ein bisschen optimieren könnt und so weiter, wenn ihr mal wirklich in so einem Fast-Food-Laden esst. Das soll wirklich die Ausnahme sein. Denkt dran, auf meinem Kanal gibt es zig Videos zu Rezepten, wie ihr euch selber leckere Burger macht, eiweißreich und fitnesstauglich. Aber ab und zu mal ist es wirklich in Ordnung, mal in einen Fastfoodladen zu gehen. Wir hatten McDonald's, wir hatten Subway, was wirklich sehr, sehr gut war vom Fitnessfaktor und heute mal Burger King. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gleich mal rein und ich hole ein typisches Menü. Wirklich, schau mal, war und bei Burger King, ich kann euch das schon mal verraten, ist echt krass. Ich war wirklich ein bisschen entsetzt. Wir sind alle Nährwerte durchgegangen. Ich habe wirklich mal geschaut, warum ist das so heftig. Werde euch das gleich erzählen und werde euch, wie gesagt, eine schöne Alternative zeigen, die auch jetzt nicht super gesund ist, aber wo ihr einfach mal den Unterschied seht, an welchen kleinen Schrauben ihr drehen könnt, damit das Ganze etwas fitnesstauglicher ist. So, jetzt gehen wir rein, holen beide Menüs und dann sehen wir uns gleich im Büro wieder und nehmen die ganzen Dinger mal auseinander. Ich freue mich auch drauf. Ich werde nämlich auch ein bisschen essen. So, bis gleich. So Freunde, wir sind zurück im Büro und vor mir steht jetzt sozusagen das erste Menü. Ich glaube, das ist so ein Menü, was sich viele bestellen würden. Vielleicht nach dem Video nicht mehr, besonders wenn sie fitnessorientiert essen wollen. Das ist aber sowas, glaube ich, was sich viele bestellen würden. So ein typisches Menü bei Burger King und ich werde es mir danach auf jeden Fall nicht bestellen. Vielleicht einigen von euch nach dem Video auch nicht, hoffe ich. Außer ihr achtet dann nicht so auf die Kalorien. Aber ich werde euch erklären, warum das jetzt nicht so gut ist. Was haben wir hier bestellt oder was habe ich hier vor mir liegen? Ich habe hier einen Big King XXL mit Bacon. Ich glaube, das ist so ein klassischer Burger. Ich habe mal geguckt, der Whopper ist gar nicht so unterschiedlich von den Nährwerten, von den Kalorien. Ich werde euch oben wieder alles einblenden, was da drin ist. Und ich war wirklich erschrocken. Ihr könnt auch auf der Internetseite euch alle Nährwertangaben und so weiter durchlesen. Das finde ich immer gut, dass es transparent ist, aber dann seid ihr gleich ein bisschen erschrocken. Der Big King, ich werde den auch gleich mal probieren. Der Big King XXL. Schaut euch bitte das Ganze mal an. Viele werden jetzt sagen, ja, ist ja super. Das Ding hat, ich schaue mal ganz kurz, mit Bacon haben wir ungefähr 60 Gramm Eiweiß. Das ist super. 60 Gramm Eiweiß hört sich schon mal super an. Ist viel Fleisch, viel Eiweiß drin. Ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn man mal weiterschaut, wir haben 51 Gramm Kohlenhydrate. Das ist sehr, sehr viel. Das ist bereits für einen Burger recht viel. Und wenn man jetzt zu dem Fett geht, wir haben mit dem Bacon um die 66 Gramm Fett. Das heißt, wir haben insgesamt dieser kleine Burger und glaubt mir, ich kann davon locker und viele von euch auch können davon locker 2-3 essen. Wir haben bei dem Burger über 1050 Kalorien mit einem so einem Burger. Bei den Fettkalorien, für viele ist das bereits der Tagesbedarf an Fett und da haben wir eben nicht alle guten und essentiellen Fettsäuren mit drin, sondern hauptsächlich die gesättigten Fette. Denkt dran, die sind nicht schlimm und die solltet ihr auch essen, aber damit seid ihr einfach schon mit eurem Fett fast drüber und mit euren gesättigten Fetten fast drüber. Deswegen ist das einfach eine absolute Kalorienbombe. Wenn ihr zwei davon isst, seid ihr hoffnungslos drüber mit den Fetten. Und wie gesagt, da sind wir erst bei dem Burger. Und ich probiere ihn gleich, ob er lecker schmeckt. Wir machen was zum Schluss noch ein bisschen, wie ich das tatsächlich esse. Weil ihr sollt auch sehen, dass es gar nicht so tragisch ist. Und das sieht man auch an diesem Shake. Der ist mir im Auto so ein bisschen zerlaufen. Dann habe ich den so ein bisschen probiert und so weiter. Ich habe mal hier diesen Oreo-Shake und Achtung jetzt, das ist Medium, das ist noch nicht mal der große. Das ist ein ganz normaler Oreo-Shake in Medium und da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen, als ich mir die Kalorien angeguckt habe. Wir haben bei diesem Oreo-Shake 426 Kalorien. Das ist so gigantisch, das sind zwei Hamburger und das ist flüssig, das ist einfach, das sättigt null, absolut null. Und wenn ihr jetzt noch die Zusammenstellung der Makronährstoffe euch anschaut, 13,3 Gramm Fett. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Wir haben 10 Gramm Eiweiß, ist schon mal gar nicht so schlecht, aber wir haben 66 Gramm Kohlenhydrate und davon ist der Großteil Zucker.
66 Gramm Kohlenhydrate auf dieses Ding und wie gesagt, fast der Großteil Zucker. Das sind, wie gesagt, wenn wir von einem Teelöffel von 3 Gramm Zucker ausgehen, sind das über 20 Teelöffel Zucker in diesem kleinen Getränk. Es ist ein Getränk. Das geht einmal so durch und seid null satt. Das ist einfach eine Kalorienbombe. Also wie gesagt, wenn Burger oder so, bitte nicht das Ganze mit so einem Ding kombinieren. Das ist wirklich zu viel. Es ist echt ziemlich heftig. Wo ich auch wirklich sehr, sehr erschrocken war. Ich glaube, die lieben viele bei Burger King. Ich finde die eigentlich auch ganz lecker. Das sind diese Chili Cheese Nuggets. Diese kleinen Bällchen. Diese kleinen süßen Bällchen. 6 Stück sind da drin. Und da war ich auch sehr, sehr erschrocken. Wir haben bei diesen 6 Bällchen haben wir 550 Kalorien. Das ist eine Riesenmenge. Besonders, denk dran, Kalorien sind nicht schlecht, aber diese 6 Dinger machen eben null satt. Null. Und ich könnte davon, glaube ich, weiß nicht, wie viele essen. Wir haben über 30 Gramm Fett bei diesen kleinen Dingern und 58 Gramm Kohlenhydrate und 16 Gramm Eiweiß, also gar nicht viel Eiweiß, bei diesen kleinen Dingern. Und dazu kommt noch, dass sie wirklich frittiert sind. Das heißt, zu frittieren wollte ich in diesem Video auch noch ein bisschen was sagen. Denkt dran, ich konnte nicht herausfinden, was für ein Frittierfett Burger King benutzt. Ich gehe aber davon aus, also McDonald's ist ein bisschen öffentlicher. Die sagen, dass sie eine Mischung aus Sonnenblumenöl nehmen und Rapsöl. Das hört sich immer toll an. Es hört sich immer nach pflanzlichen Fetten an. Aber nein, wenn ihr frittiert, entstehen Transfette und wie gesagt, besonders beim Sonnenblumenöl haben wir sehr, sehr viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 oder wir haben kaum Omega-3, aber sehr, sehr viel Omega-6, entzündungsfördernd und so weiter. Schaut euch da die anderen Videos an. Es ist nicht wirklich gut, pflanzliche Fette in frittierter Form zu haben in diesen Bällchen. Das heißt, diese Teile, da war ich echt erschrocken, so ein bisschen, besonders von den Kalorien und von den Nährwerten. Und dazu haben wir noch eine große Cola. Ich glaube, zu einer großen Cola habe ich in den letzten Videos schon so viel gesagt. Wir haben in einer großen Cola, wir haben 210 Kalorien und wir haben 53 Gramm Zucker. 53 Gramm Zucker. Denkt dran, wie gesagt, nochmal an die Teelöffel. Wenn ich hier Tee hinstellen würde und ich würde euch sagen, dass ihr den Tee bitte mit fast 20 Teelöffeln Zucker süßen würde, das würde kein Mensch runterkriegen. Ich frage mich eh immer, wie die das schaffen, das genießbar zu machen. Das überhaupt, wie gesagt, Tee mit 20 Teelöffeln Zucker, das müsste so süß sein, dass ihr es eigentlich gar nicht runterbekommt. Und das finde ich einfach unglaublich. Also wie gesagt, da immer auf die Cola Light oder auf den Kaffee oder Wasser am besten gehen. Und das sind so kleine Tricks, die ihr da ein bisschen feilen könnt. Wie gesagt, das hat mich unglaublich erschrocken, dass das so ein Burger viel Kalorien hat, das wusste ich, aber diese Chili Cheese Nuggets, dieser Oreo-Shake, ist schon sehr, sehr erschreckend. So, jetzt sage ich euch, was so meine Alternative ist und zu der kommen wir jetzt. So, das ist so mein gesünderes Menü. Es ist wirklich, das muss ich wirklich dazu sagen, bei Burger King ist es gar nicht so einfach, gesund zu essen, aus mehreren Gründen. Zum einen diese Chicken Burger zum Beispiel, die suggerieren immer, dass sie sehr gesund sind. Die sehen auch immer so frisch aus, dieser Crispy Chicken und so weiter. Das soll auch nicht negativ sein, das ist nur aus Fitness-Sicht. Die sehen aber die, so mit der Tomate und so weiter drauf. Wenn ihr euch aber die Nährwerte anschaut, sind die grottenschlecht. Sehr wenig Eiweiß, viel mehr Kohlenhydrate als die anderen Burger und auch zum Teil viel mehr Fett, obwohl es Chicken und so weiter. Also da diese Chicken Burger sind nicht die bessere Wahl. Auch dieser Chicken Salad, die haben einen ganz, ganz coolen Hühnchensalat. Auch da ist frittiertes Hühnchen drauf. Auch da haben wir wenig Eiweiß, recht viele Kohlenhydrate, recht viel Fett. Deswegen wäre das auch nicht meine Alternative. Und bei den Burgern ist es recht schwer, da wirklich einen fitnesstauglichen zu finden. Ihr könnt natürlich auch wieder einen Hamburger nehmen und euch da 2 Fleischstücke nehmen und so weiter, wie ich das bei McDonald's gezeigt habe. Ich habe jetzt aber mal so die am wenigsten schlimme Variante genommen. Und da habe ich so den Big King rausgenommen, den normalen Big King. Bei dem normalen Big King haben wir 485 Kalorien, also weniger als die Hälfte von dem Big King XL, obwohl die von der Nährwertverteilung recht ähnlich sind. Es ist immer noch viel. Wir haben 29 Gramm Fett in etwa, 29 Gramm Kohlenhydrate und etwa 24 Gramm Eiweiß. Ist in Ordnung. Es ist immer noch recht viel Fett, aber es ist, wenn ich gleich die anderen Sachen aufzähle, ist es so gerade noch irgendwo in Ordnung. Aber das ist natürlich kein Fitnessgericht. Aber das war so der geringste Übel-Burger. Früher gab es noch, ich habe früher tatsächlich mal Burger King gearbeitet, früher gab es noch so einen Chicken Whopper. Tatsächlich mit einem unfrittierten, unpanierten Hähnchen. Vielleicht, wenn Burger King das sieht, glaubt mir, es wollen einige Leute auch etwas gesünder essen in einem Fastfood-Lokal. Ja, wie gesagt, den Big King haben wir genommen. Was haben wir noch genommen? Das habe ich bei McDonald's auch schon gesagt.
finde hier tatsächlich die sogar etwas leckerer als von McDonald's, und zwar diese Chicken Wings. Diese Chicken Wings, die 6er Packung, da ist es wieder ganz okay. Bei den Chicken Wings haben wir 380 Kalorien in etwa, 23 Gramm Fett, also wirklich weniger. Man denkt immer, die seien so unglaublich fettreich, weniger Fett als in so einem Burger. Und recht wenig Kohlenhydrate, 4,5 Gramm bei der ganzen Portion und 37,5 Eiweiß. Also immer recht viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate. Das heißt, es ist so von der Verteilung von den Makronährstoffen auf das ganze Menü gesehen immer eine ganz schöne Ergänzung. Und ich finde, die schmecken tatsächlich ganz gut. Man braucht keine Soße, wie zum Beispiel bei diesen Chicken Nuggets. Chicken Nuggets sind auch nicht so gut von der Makronährstoffverteilung. Als fitnessorientierter Sportler könnt ihr natürlich auch essen. Und da die Chicken Wings, die finde ich auch hier ganz lecker. Wie gesagt, hier wieder eine Cola Light. Keine Kalorien, spart euch wirklich die Kalorien oder nehmt ein Wasser und auf gar keinen Fall so ein Shake. Dann, jetzt komme ich eigentlich zu dem Hauptthema. Wir haben hier so einen Salat. Ich finde den auch sogar ganz cool. Der hat ein bisschen Mais, ein paar Tomätchen und so weiter, ein bisschen Gurken. Balsamico-Dressing, der hat wirklich sehr, sehr wenig Kalorien. Den Leitsalat, der hat 45 Kalorien. Und wie gesagt, da kommt nicht viel zusammen. Ein paar Vitamine habt ihr noch dazu. Sättigt länger, ihr habt ein bisschen mehr Ballaststoffe. Deswegen nehmt bitte statt Pommes, statt frittierten Chili-Cheese-Nuggets, nehmt euch wirklich einen Salat. Glaubt mir, es sättigt mehr und danach oder könnt ihr auch davor essen. Wirklich völlig in Ordnung. Und dann hatte ich hier noch aufgeschrieben, hatten sie aber nicht da. Die haben bei Burger King normalerweise solche Apfelpommes. Da haben wir wenig Kalorien, ich blende euch das ein. Natürlich ein paar Kohlenhydrate, aber auch da haben wir ein paar Ballaststoffe, sättigt besser und so weiter. Das ist so der bessere Nachtisch aus Fitnesssicht auf jeden Fall zu so einem Oreo-Shake. Und das ist eigentlich genau so ein bisschen das Problem bei Burger King, finde ich. McDonald's hat tatsächlich, vielleicht mache ich nochmal so ein Versus. McDonald's hat viel mehr gesunde Sachen, auch bei Kindern. Die haben immer irgendwelche Apfelstückchen dabei, die haben irgendwie auch mehr Auswahl bei solchen Sachen. Hier hatten wir das einzig Gesunde, diese Apfeldinger waren nicht da. Und dieser Salat hier, das fand ich irgendwie sehr, sehr erschreckend. Dieser Salat hat irgendwie 3,20 Euro oder 3,30 Euro oder so gekostet für so einen kleinen Salat. Ich glaube, bei McDonald's kostet der irgendwie weniger als die Hälfte. Und worauf will ich hinaus? Es ist recht schwer. Oder warum sollte man sich für 3,50 Euro fast einen Salat holen, wenn man zwei fette Burger. Ich glaube, die haben immer so einen Burger für 2 Euro, so ein fettes Viech für 2 Euro. Da kriegt man irgendwie zwei Burger für. Und das machen eben auch die Leute. Das heißt, die Leute gehen da nicht hin und holen sich einen Salat, sondern holen sich Burger, weil es einfach viel günstiger ist. Und das ist insgesamt, finde ich, ein Problem. Und es ist so eigentlich erschreckend, dass wirklich die ungesunden Sachen viel, viel günstiger sind als eben mal ein paar gesunde. Ich fände es schön, wenn man das so ein bisschen subventionieren würde vielleicht sogar, wenn man wirklich Salat, wenn man Apfel und so weiter, wenn man das einfach etwas günstiger anbieten könnte, dass es einfach nicht teurer ist, sich gesund zu ernähren. Ich finde es immer sehr erschreckend, dass gesunde Nahrung so viel teurer ist. Ich bin damals in Polen groß geworden, ganz, ganz kleiner Exkurs, Entschuldigung. Aber da war eben Gemüse, da waren solche Sachen, da war Salat, Gemüse, das war das aller günstigste. Und Süßigkeiten, das war viel teurer. Hier habe ich immer das Gefühl, dass es genau andersrum ist. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und dieses ganze Vollgezuckerte, das finde ich auch schade. So, das ist meine gesündere Alternative. Trotzdem finde ich, bei Burger King ist sehr, sehr schwer, fitnesstauglich sich zu ernähren. Viele lieben aber die Burger und es ist völlig in Ordnung. Ich beiß da jetzt auch gleich rein, mal sich so einen Burger zu gönnen. Schaut einfach, dass es in eure Kalorien passt und schaut, dass es eine absolute Ausnahme bleibt. Das ist das allerwichtigste Ausnahme. Kocht selbst, macht euch selbst einen Burger. Haut euch Tartar in die Pfanne, macht euch daraus ein Patty, nehmt ein schönes Vollkornbrötchen, ein bisschen Salat drauf und glaubt mir, ihr habt wirklich das Bessere, ihr seid viel länger satt und dann braucht ihr sowas nicht. Aber wie gesagt, ab und zu mal an einer Raststätte oder sowas ist das auch ganz okay. So, schreibt runter. Schreibt runter, welcher Burger euch am besten schmeckt. Beim Burger King schreibt insgesamt runter, welche Fastfood-Ketten wir noch testen sollen. Ich werde auf jeden Fall noch irgendwelche Pizza testen, was da so drauf ist. Beim Döner bin ich ganz gespannt, wie viel Fleisch da drauf ist. Ist Döner tatsächlich gesund? All das kommt noch. Mir macht wirklich riesen Spaß sowas. Und ja, wie gesagt, jetzt macht es auch Spaß, hier mit meinem Team das ganze Zeug aufzuessen. Das essen wir jetzt tatsächlich. Also, meine Freunde, bleibt dabei. Abonniert den Kanal. Macht bei oder denkt an die Aktion, die gerade läuft, die Wochenaktion. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, Body AP Nutrition, die besten Klamotten, VIP Wear. Bis dahin, euer Simon.